Mensch. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play, die Ghostbusters. Und auch heute wiederum mit meiner Freundin. Hallöchen. So, wir machen den nächsten Remix und zwar in ihrem Haus. Sparky Remix. So, neue Kostüme. Ich habe keine Ahnung, wer das letzte Mal den Roten gespielt hat. Spiel du ihn? Passt schon. Ich spiel wen anderen, ich spiel mal ihn. Damit es ein bisschen interessanter wird. Okay. Bereit? Ja, ja, sicher. So, Sparky Remix. Hierher, Sparky, hierher. Noch zwei Parts danach, dann sind wir fertig, endgültig mit dem Spiel. Das heißt, wir fahren dann raus nach Nevada, in die Wüste. Und vergraben ist. Erinnert mich an mein Schlafzimmer als Teenager. Wie? Miteinander? Ohne Leben und voller schmuddeligem alten Laborequipment? Ganz genau. Genau wie bei mir. Gut, zu Hause ist am schönsten. Naja, zu Hause ist es am schönsten, ja, da hat sie recht. Überhaupt mit dir an meiner Seite. Oh, süß. Das sagst du nur, weil ich heute Spaghetti gemacht habe. Auch, ja. So, machen wir das... jetzt. Die Map so schnell wie möglich fertig. So, da geht's eh nicht weiter. Scannen können wir eh wieder. Und wieder mal ein bisschen was kaputt machen. Ja, ja, so wie immer. Ist eh klar. Bisschen interessanter wahrscheinlich mit einem Charakter, der nicht so hoch gelevelt ist, deswegen nehme ich ihn auch. Schauen wir mal, ob es ein bisschen schwieriger wird. So richtig umschauen müssen wir uns eigentlich eh nicht. Genau, Geheimnisse fallen diesmal weg. Genau, was wir finden, das finden wir. Wobei die Map erweitert sich schon so, dass man auch die Geheimnisse, also die Gebiete schon besuchen kann, wo die Geheimnisse versteckt waren. Und die Erfahrungspunkte und die Geister kriegt man ja trotzdem. Wie war? So, wie wäre es, wenn wir gleich den Weg folgen, einfach? Aber dieses Medikit war jetzt ganz wichtig. Das stimmt, ja. Ich war auf 100% und jetzt bin ich auf 100%. Das heißt, das ist eine 100%ige Steigerung. Das stimmt, ja. Warte, der Fernseher. Ich war schon immer gut in Mathe. Ich hasse den Fernseher. Schwarz-weiß nur. So, da vorne sind wieder Bücher, die habe ich schon gesehen. Und wir lesen hoffentlich alle. Ja, natürlich. Handelt nur von Harry Potter. Wie oft muss ich dich noch auslöschen? Und der geheime Pornokeller. Mein Lieblingsbuch. Ja, ich mag auch und irgendein Stein mag ich auch. Harry Potter und irgendein Stein. Alles von Cold Mirror. Könnt ihr euch anschauen bei ihr auf dem Kanal. Wir machen wieder mal Werbung dafür. So wie fast in jedem Let's Play von mir. Ich mag Cold Mirror. Leider kommt in letzter Zeit nicht so viel Neues raus. Na, ich glaube, sie hat. Ja. Ich glaube, sie hat weniger Zeit dafür. Oh, die fette Lotte ist wieder da. Ich mach mal Damage. Also ich probier's. Ich mach Damage. Du probierst es. Ich probier's. Na, wenigstens probiere ich's, oder? Stell dir mal vor, ich wäre nicht da. Du müsstest mit drei Typen um und umrennen, die KI sind. Ja. So, wieder schmettern. Noch zweimal. Ja, das ist, wenn er nicht hochgestuft ist. Jetzt bin ich gespannt, wie das ist, wenn wir den Multiplikator verwenden. Ich drück ganz, ganz schnell drauf. Seid ihr ein Tänzchen? Alles klar! Ja, es geht schon schwer! Alles klar! Aber es ist machbar, anscheinend. Ja. Hey, Amerika's Supergespenst! So, das blaue Ding hast du auch gefunden, gell? Wo? Oh, keine Ahnung. Haben jetzt nicht aufgepasst, aber wurscht. Ich glaube, da war es. Ja. Da, wo ich jetzt stehe. Ja, ja, das wird schon passen. Ah, noch wer? Und Brunhilde ist auch am Start. Weg mit euch. Friss das. Jeder. So, du hast ja noch etwas herausgefunden. Willst du davon erzählen? Was denn? Das mit der... mit den Kostümen. Man kann sich die Kostüme runterladen von den alten Geisterjägern. Man zahlt dafür, ich glaube, $4. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das wäre auf
Nein, es sind schon so um die 5 Euro eigentlich, 4,99. Also es gibt schon im deutschsprachigen Raum einen Preis dafür, wenn ich mich nicht irre. Also es kostet so knapp um die 5 Euro. Und man kriegt nur die Kostüme von den alten Geisterjäger. Also, ja, so ähnlich schauen sie aus. Und auch hinten das Protonenpäckchen schaut so aus wie in den alten. Also mit alten meinen wir ersten und zweiten Teil und nicht das, was sie als dritten Teil betitelt haben. Und die Falle schaut auch so aus wie im Original. Genau, wie in den Originalfilmen halt. Dafür zahlt man 5 Euro. Dann hat man noch Codes eingeben können. Genau, also es gibt einen Teil, wo man die Codes eingeben kann. Beziehungsweise, nur leider ist die Firma halt bankrott geworden. Gegangen. Und ja, und sie haben die Codes veröffentlicht, also ist das umsonst da. Sie haben es leider Gottes nie vervollständigt, was auch immer das, was sie machen wollten, wir wissen es nicht. Sie erhoffen sich vielleicht, dass genug Leute die neuen Kostüme kaufen, damit sie wieder ein Geld reinbekommen. Und vielleicht veröffentlichen sie dann die Code. Das für, ich weiß nicht was, noch mehr Unsinn. Das Problem ist, dass das halt nie der Fall war. Somit ist es eigentlich auch ziemlich egal. Wir tun es trotzdem fertig, Let's Playen. Was wir begonnen haben, bringen wir auch zu Ende. Ich bin der Meinung, wir sollten auch Diablo weitermachen. Wirklich? Ja. Ja. Aber vielleicht mit dem neuen Charakter, den es jetzt gibt. Genau, wir beginnen das Let's Play von neu, nämlich die Playlist habe ich nämlich schon gelöscht. Aber dass man nur die Hauptstory halt durchmachen. Und wir hätten den neuen Charakter zum Vorstellen. Genau, wie heißt der? Das ist der Totengräber. Nein. Warte mal, wie heißt das? Wie nennt man das? Kein Voodoo-Zauberer, das ist ja die andere, jetzt habe ich es ganz vergessen. Heißt das nicht Totengräber? Nein, es hat schon irgendwas damit zu tun, aber es ist, nein. Totenbeschwörer? Ja, sowas ähnliches, ich glaube, das hat einen eigenen Namen. Wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, schreibt das rein in die Kommentare, wenn es das vielleicht willst. Vielleicht fällt es mir noch im Laufe des Parts der Aufnahme ein. Vielleicht, ja, schauen wir mal, vielleicht mir auch. Und den würden wir dann auf jeden Fall spielen. Wen wir allerdings als zweiten Charakter nehmen, weiß ich nicht. Wir lassen vielleicht die Leute entscheiden. Nein. Wir sollten das lieber spielen, was wir lieber verwenden. Ich könnte aber auch mal einen neuen Charakter nehmen, weil ich nehme ja klassischerweise immer den Kreuzritter bis jetzt und den Mönch. Beide haben mir gut gefallen. Na, den Mönch könnte man nehmen. Und dann halt diesen Totenbeschwörer, keine Ahnung. Das ist halt Gräber. Sowas wie ein Magier. Den Mönch würde ich gerne herzeigen in meinem Let's Play. Ja, der hat auch coole Moves drauf. Ja, überhaupt seine Aura ist so geil. Willst du ein Stück von mir, Kumpel? So, aber jetzt wieder zurück zu den Ghostbusters. Lass uns schmettern! Wir müssen ihn schmettern schon wieder einmal. Komm, her da, jetzt! Nein, noch nicht. Ja. Einmal noch. So schnell. Der letzte hat nur zweimal gebraucht. Das stimmt, ja. Alles klar. Ah, ich drücke. Ah, sehr gut. So, ist da irgendwas? Ja, da. Schon wieder ein Medikit, aber das brauche ich. Ich bin der Einzige, der drunter war, glaube ich. Keine Ahnung. Kann passieren. Ja, ich bin auch der Breiteste jetzt. Das ist eh klar. Ganz viel Feuerfläche. Du kannst nichts dafür. Du bist die perfekte Zielscheibe. Das stimmt, ja. So, wir sollen das Ding verwenden. Aha. So, ich gehe mal auf die Suche nach dem Ding. Du zerstörst alles, damit du Punkte kriegst. Ich möchte, dass du über die 100 kommst. Das werden wir wohl schaffen. Ich hoffe. Und damit er auch ein bisschen steigt. Ihn haben wir schon lange nicht mehr herzeigt. Abraham, ja. Abraham Ford. Ford, ja. So heißt er mit Nachnamen. Genau, ja. Wer es nicht kennt, schaut es euch an, The Walking Dead.
Auf jeden Fall eine geile Serie. Ja. Sollte endlich mal die nächste Staffel rauskommen. Ja, die ist ja schon draußen, aber halt ja, nicht genau, bei uns. Genau, wir warten immer ganz brav auf die DVD genau. Und streamen das nicht illegal irgendwo runter. Genau. Wir gehen ja arbeiten, wir können es uns leisten. Im Gegensatz zu anderen Menschen. Naja, ich hätte auch, glaube ich, keine Zeit, dass ich mich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit vielleicht hinsetze und mir das anschaue. Ja, nicht, das geht in meinem Beruf so und so nicht. Ja. Ich auch bin wenn in der das, Gastro. Ja, halbwegs möglich ist mit Netflix, dass man das dann sich anschaut, wann man möchte. Aber das bringt sich auch nichts, nämlich ich bin in der Gastro. Nämlich ich zahle keine 10 Euro für das, dass ich dann 2 Tage in der Woche frei habe. Und dass ich mich dann 2 Tage lang hinsetze und mir bei Netflix irgendwas anschaue. Das ist mir persönlich zu wenig, dass ich mir das, ja, dass ich mir das leisten möchte. Von der Zeit geht sich das leider nicht aus. Für das dich würde es vielleicht auszahlen, nämlich du hast ja Sommerurlaub ja auch. Ja. Das heißt, du bist schon einmal einen Monat fix zu Hause. Vielleicht sogar zweifach. Gezwungenermaßen muss ich, ja. Ich bin gezwungen. In Reichweite. Ja, aber bei dir zahlt sich das wenigstens aus. Ich bin in der Gastro. Bei mir zahlt sich das nicht aus. Ich weiß, aber es macht keinen Spaß, sich das alleine anzuschauen. Und bis wir dann beide zusammenkommen. Also das ist jetzt wirklich nur ein Glücksfall. Genau, ich bin jetzt momentan im Krankenstand. Ich habe es leider Gottes mit dem Riss. Deswegen kommen jetzt auch regelmäßig Parts, was ihr wahrscheinlich auf meinem Kanal gar nicht gewohnt seid. Normalerweise habe ich ja früher, eigentlich alles veröffentlicht, was ich auf einmal raufgeladen habe, sodass sich das dann die Leute alles komplett anschauen können. Aber jetzt da momentan bringe ich von jedem Let's Play, was ich mache, jeweils jeden Tag einen Titel raus. Mal schauen, ob ich das auch so. Mal schauen, ob ich das auch so beibehalten kann. Naja, nächste Woche wirst du ein bisschen Zeit haben. Genau, ja. Nächste Woche werde ich ein bisschen Zeit haben. Jetzt machen wir mal das fertig und dann beginnen wir vielleicht mit Diablo noch. Schauen wir mal. Das habe ich auch persönlich nie wirklich richtig durchgespielt. Nein, noch nicht. Das ist Sie wollte schon wieder drücken. Sie wollte schon wieder drücken. Ja. So richtig durchgespielt habe ich das Spiel nie, Diablo. Ah, drücken! Ich weiß schon, mir ist das Wort eingefallen. Heißt es nicht Nekromant? Ich glaube, er wird nicht als Nekromant bezeichnet, aber ein Nekromant ist dem sozusagen Tote beschwört und aus Toten sich seine Energie raussaugt. Ja, also aber ist sowas, er ist ziemlich cool, muss ich sagen. Genau, also es ist kein Nekromant, es wird glaube ich, Totenbeschwörer genannt. Hast du das nicht bald gesagt? Ich weiß es nicht. Totenbeschwörer, ja, glaube ich gesagt. Glaube ich, oder sowas. Also, das ist ein Nekromant. Nekromant ist es, ja. Jetzt ist mir das eingefallen. So, da oben wird wahrscheinlich eh nichts sein, außer ein Abgrund und natürlich ein Medikit. Genau, das haben wir schon vermisst. Gott sei Dank ist es noch da gewesen. Nein, aber Diablo könnte man wirklich zu zweit machen. Vielleicht haben wir sogar Glück und unser Freund tut sich einloggen und zieht uns dann durch. So gehen dann die Parts viel schneller von der Hand. Genau. Ich habe mal 3 Parts raufgeladen. Wie gesagt, es ist leider Gottes nicht mehr in der Playerliste drinnen, weil ich sie gelöscht habe. Aber die Parts kann man trotzdem noch auf YouTube finden. Und Michel der Göttliche, so habe ich ihn genannt. Der war, ich weiß nicht, auf welchem ist auf Paragon Level 3500 irgendwas. Aber er hat behauptet, er hat schon Leute gesehen, die haben über 10.000 Paragon. Ja, ja, ein Freund von mir hat auch über 10.000. Genau, der Zenishan war das. Der Zenishan, ja. Der Zenishan war das, genau. Auch ein alter Arbeitskollege von mir. So, wir sollen da durch. Achso, da sind noch Gegner. Und da unten was zum Fangen. Ja, genau. Das geht jetzt viel schneller, das ist angenehm. Ja, man bötzt ja auch viel schneller runter. Komm her, gute Ute. Lass dich fangen. Lass dich von meinem Protonenpäckchen beschießen. So, seinen Damage muss man auch noch aufwerten. Ich glaube, da macht er schon guten Damage. Er macht jetzt auch schon guten Damage, aber wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass das schwieriger geworden ist. Es ist leichter, auch wenn ich mit dem Typen jetzt da spiele. Ich glaube, die Entwickler haben sich nicht mal die Mühe gemacht, dass es schwieriger wird. Jetzt? Das Geld ist ihnen ausgegangen. Ich muss sagen, das Spiel ist besser als erwartet. Es ist schon gut, es macht Spaß. Besonders, also alleine würde ich es nicht spielen. Nein, deswegen tue ich es auch mit dir Let's Playen.
Nämlich da alleine durchzurauchen und hin und her, na. Warte, da ist noch was. Da ist noch so, eine schöne Erfahrungspunkte. Nein, ohne Medikit sicherlich, nein. Doch nicht. Also es, ja, ich glaube, es macht schon Spaß, wenn man es zu viert spielt überhaupt. Also ich bin ein großer Fan von Multiplayern, also die man eigentlich nicht, also die man zu Hause spielt auf der Couch. Ich bin damit groß geworden. Das, darauf war ich immer eifersüchtig, eine Freundin hatte sowas zu Hause, also eine PlayStation 1 noch, die ganz große mit diesem Verteiler, wo man zu viert spielen kann, und das war für mich das Highlight, wenn ich dann bei ihr war und das dann wir zu viert gespielt haben. Das war schon wirklich sehr lustig und das hat irrsinnig Spaß gemacht. Also ja, sie hatte damals, ich behaupte bis jetzt noch immer, das allerbeste Multiplayer-Game, also von der Couch aus. Für PlayStation 1 und vielleicht auch für überhaupt jede Konsole. Poi Poi 2. Das ist so ein altes Spiel und ja, so gepixelt. Ja, ja, ich kenn's. Du hast mir's eh schon mal gezeigt. Ja, es ist, aber es ist so genial, es ist so einfach, aber auch so lustig. Schon allein, weil es so einfach ist. Also wir haben stundenlang das gespielt und drüber gelacht. Vielleicht hat es jemand gespielt. Und ich hatte mal das Glück, also wirklich, dass ich das Spiel selber irgendwo kaufen konnte und ich es irgendwo in einem Videospieleladen am Flughafen gefunden habe. Die haben es rausschmeißen wollen und die haben es aber noch für 50 Euro verkauft. Also damals hat es 100 Euro umgerechnet gekostet und dann haben sie es ausgerechnet und ich habe es für 50 habe ich dafür bezahlt. Das ist sehr viel für ein PlayStation 1 Spiel, aber ich verstehe schon. Also es war schon, also ich habe es noch immer und es ist ein cooles Spiel. Also es, ja, ich bin ja mehr der Singleplayer. Ja. Spieler, leider Gottes. Das sieht man auch bei den Let's Plays, die ich mache. Eigentlich fast alles nur Singleplayer. Vielleicht Dead Division. Tom Clancy's Dead Division. Ja, das ist. Aber, das macht auch Spaß. Ja, aber nicht mehr. Es hat irgendwie den Reiz an mir verloren. Ich habe nicht einmal den neuen Raid aufgenommen. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe mir gedacht, na, es zieht mich nicht mehr und hin und her. Obwohl der neue Raid ziemlich interessant ist. Ich habe ihn einmal probiert, bin natürlich gleich am Anfang gescheitert, weil ich mit einer Truppe reingegangen bin, wo ich mir dann gedacht habe, Alter, okay, die kennen sich selber nicht aus und probieren dann mit mir das halt zu schaffen. Nein, natürlich kläglich gescheitert. Dann sind gleich mal zwei rausgegangen. Das ist immer super, dass sie dann die Mitspieler fallen lassen. Ja, wirklich, sie gehen dann einfach raus. Es ist ihnen dann eh scheißegal. Ich kann es verstehen, wenn es... Wir sind nah dran. Ja, wie soll ich sagen? Wenn es dann einfach nicht mehr reißt. Also irgendwann einmal reißt der Geduldsfaden, auf gut Deutsch gesagt. Und dann will man einfach nicht mehr. Ich kann es verstehen. Überhaupt in den Spielern. Ich habe ja eine Ausrüstung gehabt, die war ziemlich hoch. Die wurde ja dann runtergepatcht, überhaupt die von unserem Freund. Er hat ja, ich glaube, 320 SPS gehabt, also Schadenspunkte pro Sekunde. Und das war ziemlich mächtig. Das war urgut, Alter. Der hat urviel Damage gemacht und ja, okay, gut, die KI hat halt nicht viel machen können. Überhaupt in der Dark Zone, wenn ich mit ihm drinnen war. Und dann auf einmal kommt der Patch und er ruft mich an und sagt, Herz, sag mal, wie schaut's mit deinen Char aus dort, hin und her. Und ich schau mir das halt an und also meine Rüstung wurde auch runtergepatcht. Und dann, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Also er hat dann auch aufgehört, dann hat er es wieder probiert, dann hat er sich wieder aufgebaut. Aber momentan spielt er es auch nicht mehr. Er spielt die ganze Zeit Smite, falls ihr das kennt. Das ist so wie League of Legends so in der Art. Es taugt ihm mehr. Ich habe keine Ahnung, was ihm das Spiel gibt. Ich habe das früher auch so gern gespielt, aber nicht Smite, sondern Heroes of Order in Chaos. Auf dem Tablet habe ich das gespielt. Das hat mir wesentlich mehr gegeben. Überhaupt kann man dabei liegen. Das freut mich. So. Mehr Bücher? Ja, ja. Soll ich nur kommen. So, da haben wir alles, da sollen wir eh weitergehen. Ja. Es geht ziemlich schnell. Sollen wir sonst noch irgendwas erzählen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Singleplayer, man sieht's von meiner. Auf meinem Kanal halt, was ich da alles rauflade. Es ist alles Singleplayer, ich bin mehr für gute Story und sowas.
Ja, ich mag auch Singleplayer. Also ich habe eigentlich nur in meiner Kindheit viele Multiplayer gespielt. Einzelne Singleplayer waren Spyro. Aber da haben wir uns eigentlich immer beim Spielen abgewechselt, meine Schwester und ich. Das war halt immer so, so haben wir gespielt. So ungefähr so, jetzt bist du dran. Ja, ja. Oder eher, ich mach das Level und du machst das nächste. Genau. Ja. Weil bei Spyro sterben ist ja nicht einmal so schlecht. Also ist eigentlich, da kann man ja nicht sterben, das ist ja eigentlich Kinderkram. Und die Bossfights, wenn man die mal gemacht hat, geht's eigentlich ziemlich schnell. Ja, Spyro habe ich persönlich nie gespielt. Also ich habe es schon gespielt, aber ich habe es mir nie gekauft. Oder in der Zeit habe ich es mir nicht kaufen lassen, sagen wir mal so. Ja, der 2 und der 3 waren eigentlich die besten Spiele. Alles, was später rausgekommen ist, das war so, ich weiß nicht. Ich habe dann noch halt eins für die GameCube gespielt, das war so lala. Dann habe ich noch eins für die PlayStation 2 gespielt. Das konnte man auch zu zweit spielen, aber das war so schlimm. Ihr müsst euch vorstellen, man spielt 2 Drachen. Und man ist aneinander gekettet, durchgehend das ganze Spiel bis zum Schluss. Und man kennt es ja auch bei dem Spiel, wenn der eine nach rechts geht, muss der andere mitziehen. Aber man hat die ganze Map zum Ausweichen irgendwie da, was die halbe Map, weil man hängt durch diese Zauberkette aneinander fest, das war so blöd. Also teilweise waren einfach, ja, es war einiges fast nicht machbar, weil dann muss man sich irgendwo hinziehen mit dieser blöden Kette. Oder irgendwo an dem Kollegen dranhängen und dann irgendwo hin fliegen. Und man kann ja nicht fliegen als Drache, man kann ja nur schweben und so ein Blödsinn. Also das war ja schon ärgerlich. Das ist das, was ich auch nie verstand, wieso Spyro nicht fliegen kann. Er ist doch ein Drache. Er ist doch ein Drache, ja. Aber er kann nur schweben. Vielleicht weil er ein Babydrache war, weil er es nie gelernt hat. Naja, nein, das Lustige ist, es gibt Cutscenes, in denen er fliegt. Ach so. Eben den Spielen selber. Also am Schluss hast du oft dann, wenn du das Spiel dann geschafft hast und alle Diamanten gesammelt hast, dann hast du fliegen können oder so Feuerkugeln schießen können. Also so zusätzlich. Aber das hat sich nichts gebracht. Für was am Schluss? Da ist Super Mario besser. Wieso kriegst du super Kräfte, wenn du sie nicht einsetzen kannst im Spiel? Puh. So, da hinten ist das Blaue, das haben wir auch gleich gefunden. Sehr gut. Viele, viele Erfahrungspunkte. Wie schaut's bei dir aus? 85.000 bist du? Ja, geht schon. 86. Geht doch. Steigt. Es steigt bei dir, das gefällt mir. Es muss mehr sein. Oder? Ja, sowieso. So, geht's da müssen weiter? Wir lang. Passt. Die Anzeige schlägt aus. Okay, da müssen wir mehr. Achtung! Ja, kennt jemand Ape Escape? Das war auch lustig auf der PlayStation 1. Nein, ich will auch, oh, wie heißt das Spiel? Apes Oddworld, genau, das möchte ich let's playen. Das ist ein richtiges, orges Geschicklichkeitsspiel. Und das würde ich gerne euch zeigen. Mit dem bin ich groß geworden. Auf welcher Konsole? Auf der PlayStation 1. Ich habe ja nur PlayStation-Spiele eigentlich gehabt. Ja. Rettet mich jemand? Okay, Leute, gehen wir es an. Ich kann es dann eh runterladen und dir zeigen, wenn du willst, um Gottes Willen. Hört sich lustig an. Es ist wirklich schwer. Schmetter den Geist. So, jetzt. Und schafft. Sehr gut. Mehr Punkte für dich. Yeah. Juhu! So, oben gibt's eh nichts. Na. Gehen wir gleich weiter. Genau, das geht jetzt. Schauen wir, dass wir zum Park gekommen irgendwie. Er vermisst uns schon. Juhu. Wir haben ihn jetzt schon so lange alleine gelassen. Wo versteckst du? Macht sich sicherlich schon Sorgen. Na, ich bin schon froh, wenn wir mit dem Spiel fertig sind. Na, ich meine das ernst. Naja, es wird schon Sache, ein bisschen am Schluss. Oh, süß. Na komm, keine nur. Zombies. Wo ist Rick Grimes, wenn man ihn braucht? Ja.
Es gibt eine Art Galerie im Spiel. Ist mir eingefallen. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, als wir das halt gespielt haben, das Spiel. Und da kann man sich die einzelnen Geister anschauen. Ganz ja, genau. Das kann ich auch machen, auch wenn du willst. Ja, die könnte man mal herzeigen. Willst du vorlesen? Es steht nicht so viel. Es steht, glaube ich, nicht einmal bei den Geistern eine Beschreibung oder sowas. Sie haben nur Namen. Ja, die Geister haben Namen, aber die Geisterjäger nicht. Ja. Warum auch immer, ja. Wir wissen es nicht. Aber sie sind nicht sehr einfallsreich. Also ich so das wie Krankenschwester 1, Krankenschwester 2, sowas oder Geisterkrankenschwester, sowas ungefähr. So heißen die Namen. Da können wenn wir dann noch einen Zusatzpart machen, ja, halt. Genau. Damit es halt mehrere Parts sind in der Playliste, damit sich ja das Let's Play nicht verstecken muss, auf gut Deutsch gesagt. Nämlich insgesamt wären es ja nur 14 Parts dann. Und mit denen hätten wir dann 15. Eine schöne runde Zahl. Komm, sehr gut. Fürchte mich, Geist. Sehr gut, du bist, glaube ich, du kommst über 100, ja, oder? Locker. Dauert nicht mehr. Komm. Ah, noch nicht. Noch nicht ganz? Ja. Eh gleich. Ich kümmere mich schon drum. So, da unten ist auch nichts mehr. Und weiter geht's. In den Keller. Oder doch nicht. Oder woanders hin. Ich habe keine Ahnung. Das Lustige ist, wir haben im Erdgeschoss begonnen und sind irgendwo wieder raufgekommen. Ich habe keine Ahnung, aber wo. Ich glaube, sie haben das Irrenhaus so gebaut, damit die ganzen Irren nicht so leicht rausfinden. Ah, das könnte auch sein, ja. Schön verwinkelt. Es ist halt alles so komisch, ja. Finde ich persönlich. Fertig. Die Reichweite von der Waffe von ihm muss man auch noch erweitern. Schaut das an, wie weit die Schüsse gehen. Das ist schon irgendwie lahm. Bei dir gehen wir schon durch. Ja, ich weiß. Das ist urcool. Dass sie durch die Gegner gehen. Das auch, ja. Das ist extrem leibend. Also der Charakter ist wirklich gut gemacht. Das ist der einzige leider. Auch wenn es geil ist, wenn man mit zwei Handfeuerwaffen rumrennt, mit einer Schrotflinte und mit einer MG, ist die vom roten, also vom roten Spieler halt jetzt da weitaus irgendwie geschmeidiger zum Lenken. Ja, ich überhitze auch nicht mehr so schnell. Na, eh nicht. Das ist angenehm. Das haben wir ja auch, glaube ich, komplett draufgehauen. Ja. Früher war das mühsam. Wie war. So, ich habe auch gleich. Ja, jede normale Krankenschwester hat ein Fleischermesser mit und rennt damit herum. Ja, natürlich. Das, so, da haben wir mal ein Medikit. Da oben ist noch ein Geheimnis. Genau, das holen wir uns noch. Das ist nicht vorhandene Geheimnis. Genau, ja. Der Zusatzgeist, so weiß das Blaue. Sehr gut. Ich bin über 100, aber das schaffst du auch. Das ist nicht so wichtig für meinen Charakter, bei deinem Charakter ist das wichtig. Fangen wir ein paar Geister! Hab ihn. Ja, ich schmetter ihn. Warte. Los, Schmetterer! Hör auf, dich so viel zu bewegen, du Arschlochviech. Also für das Geistergewicht kann sie sich gut bewegen. Das stimmt, ja. Sehr gut. Fehlt das einer? So, abscannen braucht man eh nichts. Das Blaue hast du schon gefunden, hast du gesagt? Ja. Dann schleichen wir uns gleich wieder. Auszieht da. Und weiter geht's. Und da geht's weiter, ja. Ja. Vielleicht können uns auch die Zuschauer was empfehlen, was man zu zweit spielen kann. Ja, schreibt das rein. Gute Multiplayer-Spiele. Vielleicht. Also was man halt zu zweit spielen kann. Das nächste, was ich rausbringen würde, ist Tomb Raider vielleicht. Das steht auch schon lange drauf. Spiele ich momentan selber auch, damit ich halt ein bisschen reinkomme mit dem Gefühl. Oder ich habe keine Ahnung. Ich würde auch gerne... wie heißt das Spiel? Vikings, Wolves of Midgard. Oder? Midgard, genau. Das würde ich auch gerne let's playen. Ist gar nicht mal so schlecht, ist auch so Diablo-mäßig. Ja, es erinnert schon dran, aber man kann es nur höchstens zu zweit spielen und das auch nur online. Und das nur online, ja. Also es muss ein Freund das Spiel auch haben und dann kannst du mit ihm gemeinsam. Genau, ja, aber man kann halt nicht per Splitscreen oder so wie bei Diablo selber dann auch noch selber halt spielen. Dass man halt nur auf einen, wie heißt, auf einem Bildschirm halt genau. Das alles sieht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. So,
So, dreh dich nicht so deppert. Hör auf dich zu drehen. Schmetterling. So, Schmetterling. Perfekt. Was würde ich noch gern let's playen? Wie heißt das? The Adventures of Van Helsing. The Incredible Adventures of Van Helsing. Das würde ich auch gerne machen. Ist auch so Diablo-mäßig. Was gibt's noch? Sonst weiß ich jetzt momentan leider nichts. Also ich würde gerne alles let's playen, was ich halt habe. Das Problem ist, ich habe so viele Spiele, dass ich dann glaube ich, ich weiß nicht. Also alles glaube ich kann ich nicht herzeigen. Ja, bei uns schaut es aus wie in einem Game Store. Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hinräumen soll. Ja, wir müssen uns mehr Regale kaufen. Ja, machen wir. Wenn ich wir kaufen uns ein kleineres Bett, dafür kaufen wir uns mehr Regale. Schlafst du eh immer auf meiner Seite. Ja, das stimmt. Heute auch wieder. Kennt ihr das? Wenn ihr eine Freundin habt, müsst ihr das eigentlich kennen, dass die Freundin dann eigentlich immer auf der Seite vom Mann schläft. Und die andere Seite, wo sie eigentlich schlafen sollte, ist dann eigentlich ungenutzt. Komplett leer. Komplett leer, ja. Ja, du bist so schön warm. Ja, ich weiß. Ich brauch kein Kissen, ich brauch keine Decke. Ich bin auch so haarig, gell? Wie der Bruger. Nein. Nicht so haarig. Dein Bart ist kleiner. Ich mag den Bruger. Ist der wenigstens der einzige Let's Player, der noch was rausbringt, was scheiß. Der Bean bringt nur noch seine Arschscheiße raus. Also man muss das Spiel ja mögen, aber... Ich glaube, der hat schon über 100 Parts da rausgebracht von dem Spiel. Und dass sich das Leute dann noch immer anschauen, das finde ich arg. Oder der Gronkh zum Beispiel. Er spielt nichts mehr. Die spielen nichts mehr. Sie spielen immer nur den gleichen Blödsinn. Ja, dafür werden sie halt bezahlt. Ja. Oder es sind die Verträge, die man hat oder sowas. 100 Folgen, wie heißt das Spiel? Terror in Terroristen Town oder irgend sowas. Also das heißt ja TTT. Ja, Terror in Terrorist Town. Ey, so? Ja, aber das spielen sie ja gemeinsam. Aber ich glaube, jetzt kommt die letzte Folge raus, habe ich letztens gesehen. Dann glaube ich die vorletzte Folge. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass das langsam mal zu Ende ist und dass er sich wieder mal irgendein geiles Spiel krallt. Und dass er uns das wieder mal zeigen kann. Mir geht das langsam wirklich schon auf die Nüsse, Alter. Müssen wir unsere eigenen Let's Plays anschauen. Ich spiele ja das, was ich spielen will. Aber dass ich mal jetzt da 100 Folgen da reinhaue, von den gleichen Dingen? Na. Der Servus hat auch nachgelassen, spielt fast die ganze Zeit nur dieses Battlefront. Star Wars Battlefront ist auch ein gutes Spiel, aber trotzdem. Aber ich glaube, das sind diese Let's Player, die halt Geld damit verdienen. Oh, wir haben es geschafft, wir sind beim Boss. Yay! Hier haben wir halt den Vertrag mit YouTube. Und mit dem machen sie halt die meisten Klicks. Ja. Und das zeigen sie dann eher her, anstatt dass sie dann irgendwas anderes spielen. Wo sich die Leute dann halt mehr reinversetzen. Na, das sind dann vielleicht ihre Suchtspiele. Ich habe ja dann auch ein Spiel gehabt, das ich gerne gespielt habe und urlange. Das Dragon Quest Builders. Vielleicht zeige ich mal her, was ich gebaut habe. Das hat mir dann urgut gefallen und dann habe ich das sehr oft und sehr lange gespielt. Und hätte sicherlich auch beim Bauen 100 Parts rausbringen können. Ja, sicher, das schon. Aber das ist ja... Aber das ist dann für mich auch langweilig. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was ich da alles sagen muss. Ich würde da gar nichts sagen. Ich würde da einfach nur sagen, so, willkommen zurück und ich drehe mein Mikro ab und baue jetzt da ein bisschen. Ich könnte es mir ja gerne zuschauen. Ja, ich würde und das dann am Schluss. Ja, so ein Pitch machen. Genau, das habe ich mal gesehen bei einer. Die hat das gemacht, das fand ich nicht schlecht. Die hat dann halt kurz erklärt, wie das, was sie da macht oder wie es ausschaut. Oder halt immer unterschiedlich. Einmal war es schon fertig und dann hat sie den Pitch später gezeigt und erklärt, was sie gebaut hat und so. Genau, das würde ich aber dann auch sagen. Aber es war dann ein Part, der höchstens 30 Minuten gedauert hat mit allem zusammen und es war dann nicht langweilig, sondern da ein bisschen erklärt und was nicht lustig auch währenddessen sich anzuschauen, welche Gedanken man sich gemacht hat und auf was sie Details, also auf was sie geachtet hat. So, konzentrieren wir uns auf den Typen da jetzt da, nicht auf die Geister, die da um und rumfliegen. Sollen wir das mal Sparky wieder in seine Falle bringen? Nein, ich
Ich würde auch nicht aufnehmen, wie ich dann halt die ganzen Rohstoffe sammle. Das ist ja langweilig auch für mich. Nein, da musst du halt, wie gesagt, du kannst halt sammeln und dann sagen, was du halt gemacht hast. Damit dann die Leute halt wissen, wenn sie sich dafür interessieren. Und was da eigentlich geht. Was du da eigentlich machst. Unser Baumhaus. Ja, zum Beispiel. Oh, was oder, ist jetzt los? Oder die Schule. Ich hätte mir auch schon gedacht, dass ich wollte auch schon auf X drücken. Aber jetzt. Ja, da muss man viermal. Perfekt. Yay. Sammel ein, sammel ein. Eingelegt, du Spukspinner. So, wir sind fertig. Du bist auf 100. Schaffst du es über 100? Komm, komm, komm. Nein, du bist auf 135. Das ist gut. Juhu. Somit sind wir auch wieder fertig mit dem Part. Gott sei Dank. Nur noch zwei, dann haben wir es durchgespielt. Gott sei Dank. Ich will nicht mehr. Egal, was für ein großer Fan man ist von den Geisterjägern. Irgendwann man, mal reicht es. Nein, wenn man nicht das Original spielt, ist es ja ziemlich lame, muss ich sagen. Ja. So, wir drücken auf X. Level 5. Und er kommt nur auf 6. Er kommt nur auf Level 6, der Typ. So, den Multiplikator haben wir gleich mal bei ihm rauf auf Maximum. Ansonsten weiß ich nicht wirklich, was wir tun sollen. Ich hau den Waffenschaden nochmal rauf. Fertig, aus. Passt. Der Rote ist uns so der Wichtigste. So. Gut, im nächsten Part geht's weiter in der 13th Street Station und ja, auch hier den Remix, Mayhem Remix. Aber ja, davon sehen wir halt mehr im nächsten Part. Wir bedanken uns auf jeden Fall wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, tschüss Papa, euer Herzfehler und natürlich mit meiner Freundin. Papa!